Ab direktem Befehl des Kunden ist der Zugang auf alle mit einer Aufseherfreigabe begrenzt. Aufseherfreigabe gewährt. Artikelnummer SCP-006. Objektklasse. Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. Obwohl das Wesen von SCP-006 keine umfangreiche Verwahrung rechtfertigt, ist aus offensichtlichen Gründen ein bestimmter Grad an Geheimhaltung in Bezug auf die Existenz und Eigenschaften des Objektes notwendig. Die nachfolgenden Prozeduren dienen nicht dem Schutz des Personals, sondern der Verschleierung des Wissens über die Wirkung von SCP-006 vor den Mitarbeitern, welche mit ihm interagieren. Erstens. Alle Mitarbeiter, die in physischen Kontakt zu SCP-006 kommen, müssen modifizierte Klasse 6 BNC-Anzüge tragen. Mitarbeiter erhalten erst die Erlaubnis, ihre Arbeit auszuführen, nachdem sie mit den Materialien SCP-006-B oder SCP-006-C instruiert wurden. Nur die SCP-006-A-Instruktionen sind korrekt. Diese sind nur Personen mit einer O5-Freigabe zugänglich. Um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter die Anzüge korrekt tragen, werden sie in einem Wassertank getaucht. Jegliche Bildung von Luftblasen weist auf ein Leck im Anzug hin. Zweitens, Arbeiten mit SCP-006 dürfen nur unter strenger Überwachung ausgeführt werden. Im Falle eines Kontaktes mit SCP-006 ist der Kommandant angewiesen, die Prozedur 006-XI-12 bekannt zu geben. Die Mitarbeiter wurden dazu instruiert zu glauben, dass dies die Anwesenheit eines hohen Giftgehaltes bedeutet und sie daraufhin evakuieren müssen. Drittens. Jedes Verfahren, bei dem Flüssigkeit aus SCP-006 entnommen wird, muss zunächst von 3 O5-Level-Mitarbeitern genehmigt werden. Die Flüssigkeit muss in einem vierfach versiegelten Behälter und unter bewaffneter Bewachung überführt werden. Viertens. Falls jemals Mitarbeiter in Kontakt mit SCP-006 oder der Flüssigkeit aus SCP-006 kommen, müssen diese sofort eingesperrt und nach ausreichenden Forschungen terminiert werden. Aufgrund der Eigenschaften von SCP-006 stellt Einäscherung die effektivste Terminationsmethode dar. Für einen vollständigen Bericht siehe Datei SCP-006 TR-O5. Beschreibung. SCP-006 ist eine sehr kleine Quelle, welche sich 60 Kilometer westlich von Astrakhan befindet. Der Führungsstab der Foundation wusste seit dem 19. Jahrhundert von ihrer Existenz, aber war bis 1991 aufgrund politischer Gründe nicht in der Lage, die Quelle sicherzustellen. Am Ort der Quelle wurde zur Tarnung eine chemische Fabrik errichtet. Der Großteil der Arbeiter steht unter Kontrolle der Foundation und oder Russlands. Die Flüssigkeit, welche aus der Quelle entspringt, wurde mit chemischen Tests bereits 1902 als gewöhnliches Mineralwasser identifiziert. Jedoch besitzt es die unübliche Eigenschaft Gesundheit. Die Aufnahme der Flüssigkeit erzeugt folgende Effekte im menschlichen Körper. Die Fähigkeit, erhebliche Duplikationsfehler in der DNS zu reparieren. Ein erhöhtes Level zellulärer Duplikation. Enorm verbesserte Fähigkeit, beschädigtes Gewebe zu reparieren. Und eine erschreckende Zunahme der Effektivität des menschlichen Immunsystems. Bei Tests der Flüssigkeit mit tierischen Subjekten kam es zur sofortigen Vernichtung von schädlichen Bakterien und viraler Erreger. Viele Reptilien und Vögel zeigten keine Veränderung, während bei höheren Primatenarten dieselben positiven Effekte auftraten.